Das Bundeskartellamt ermittelt gegen mehrere Betriebe der Autobranche in Baden-Württemberg. Grund sind möglicherweise unerlaubte Absprachen beim Kauf von Stahl. Im Visier der Ermittler unter anderem ZF, Daimler, Bosch und VW. Es geht um illegale Absprachen bei Stahlkäufen. Bereits Ende Juni gab es bei diesen Unternehmen Hausdurchsuchungen. Die betroffenen Firmen geben sich zugeknöpft. Von einer Bosch-Pressesprecherin gab es auf Nachfrage des SWR heute folgende schriftliche Erklärung. Ich kann bestätigen, dass das Bundeskartellamt bei der Robert Bosch GmbH an den Standorten Zuffenhausen und Gerlingen-Schillerhöhe eine Hausdurchsuchung durchgeführt hat. Diese steht im Zusammenhang mit wettbewerbsrechtlichen Vorwürfen, die Preisabsprachen betreffen. Ähnlich die Mitteilungen von Daimler und ZF. Die Automobilindustrie zählt zu den wichtigsten Abnehmern von Stahlprodukten. Sollte sich der Verdacht der Kartellwächter bestätigen, drohen empfindliche Strafen. Ich glaube, dass die Beweisführung für das Kartellamt gar nicht so einfach wird. Vielfach hat man einen Kronzeugen, in diesem Fall glaube ich eher nicht. Wenn es zu einem Bußgeld kommt, dann rechnet man üblicherweise mit dreistelligen Millionenbeträgen für alle betroffenen Unternehmen. Das ist finanziell für die Unternehmen, um die es geht, durchaus verkraftbar. Das Bundeskartellamt aber betont, solange nichts bewiesen ist, gilt die Unschuldsvermutung.